Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Secrets of Grind, die auf dem Konfi-Kanal natürlich wieder mit dem Hamburger Jungen. Jawohl, und mit dem Sub2K. Genau, ja, wir sind ja jetzt hier immer noch in Timing, dem etwas, ja, neueren Timing. Wir haben ja schon gesehen, die Tessin, oder wie die hieß. Tessin, ja. Die ist jetzt schon Priesterin irgendwie geworden, sprich ist schon erwachsen und jetzt alles so ein bisschen weiter fortgeschritten und wir sind jetzt hier noch dabei, mit den ganzen Dorfbewohnern zu reden, um zu gucken, was hier so abgeht. Mit wem reden wir denn zuerst? Mit der hier? Tenny. Hey da, wie gefällt dir unser Phasenverschiebungszeugs? Zivilisten können es noch nicht ausprobieren, aber wir arbeiten daran, das Ganze auch der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. In den nächsten paar Jahren wird Trickfacing zum Nationalsport werden. Alle Nationen. Kennen wir schon. Kennen wir schon. Welche? Oh, große oder kleine? Ah, die kleine. Große. Okay. Die kleine. Okay. Ach, die reden zusammen. Okay. Ja. Okay. Ich mach Nana. Okay. Hör auf, an meinem Arm zu ziehen, Riku. Wir sind hier, um neue Waffen zu kaufen und nicht um lahme Darsteller zu begaffen. Aber Mami, das sieht super spaßig aus. Bitte lass mich noch ein bisschen länger schauen. Auf keinen Fall. Dein Vater und ich haben bereits beschlossen, dass du eine Sammlerin wirst. Du wirst keine Zeit für solche Ablenkungen haben, wenn du erfolgreich sein willst. Bitch. Okay. Die war wieder verwacht. Mensch, ich also, ach, die geht ja. Auch weiter. Wir sehen nicht wie die anderen Bewohner aus. Das liegt daran, dass wir nicht von hier stammen. Ich bin Caden, Assistenzingenieur für Tenny Hawk. Phasenverschiebungen so tief in der Stadt zu zeigen zu können, ist eine seltene Ehre. Ich habe mir überlegt, auch dieses Irrlicht vorzustellen. Ich bin sicher, die Sammler können sie in ihrem Training verwenden. Diese Quälgeister sind echt nicht leicht zu erwischen. Okay. Ach, der Schaube vor Ewigkeit. Ja, der Wichser hier, ey. Ich habe vor Ewigkeiten ein paar dieser Platten auf meinem Dach befestigt. Fremde Technologie fasziniert mich. Der Wissenschaftsrat versprach mir eine persönliche Teleportationsplatte, wenn ich ihnen diese kleine Vorstellung erlaube. Naja, halt's mal. Das sieht ziemlich sexy aus. Nee, das sieht überhaupt nicht sexy aus. Oh, das sind auch noch Händler. Okay. Oh. Magieangriff plus 20, aber mir geht irgendein Spezialeffekt flöten, wo ich keine Ahnung habe, was dann welchen ich überhaupt habe. Und hier unten Magieangriff plus 10, normaler Angriff minus 15. Für 3000, das ist Geld haben wir locker. Kaufe ich mal ein. Mal gucken, durch was wir das dann ersetzen. Hier ist einer mit Magieangriff plus 30 und Verteidigung minus 5 macht er bei mir eigentlich. Okay. Der lila, ne? Ich kaufe mal einen Angriffsring, ich bin mal der Damage-Dealer. Das ist hier auch alles Magieangriff minus 50 überall. Guck mal, man kann auch auf Accessoire. Okay, das ist das gleiche. So. Hier. Accessoires. Er verstärkt all deine Eiszauber. Okay, dann behalte ich den mal und tu die Ohrringe. Tauschen. Gegen den Ring. So. Haben wir schon mal wieder neue Talentdinger? Nee. Gut. Verkaufen, dann können wir ja das alte gleich loswerden. So, haben wir ein bisschen was. Hast du dir einen neuen Hut gekauft? Nee, die bringen alle Magieangriff minus 50 bei mir. Oh. Die hattest du, glaube ich. Fische, Fische. Fische, Fische. Kauft und kauft ein paar Fische. Meine Fische sind für jede Gelegenheit gut. Geburtstage, Hochzeit, einfach immer. Ich glaube, das war ein Mädchen, eine Frau und jetzt habe ich den anders überlegt. Zum Spanken sind die auch gut. Wie kommt man hier rein? Wahrscheinlich in der Kaputt. Durch das Loch in der Wand dann. Ja. Das Loch in der Wand kommt dann genau da hinten raus. Lol. Du hast recht. Kia! Ah ja! Scha! Fuha! Puh, ich werde wirklich gut hierbei. Ich wette, wenn sich irgendeine echte Gefahr nähern würde, könnte ich sie ohne Probleme bekämpfen. Natürlich, wir sind hier die Gefahr. Ey! Ja, guck mal, da kriegst du dich mal mit, wenn wir die Fässer kaputt machen und alles. Der hat alle Angst vor uns. Oh, eine Karotte. Ihr seht nicht so aus, als wärt ihr von hier. Was haltet ihr von unserem bescheidenen kleinen Dorf? Ziemlich hübsch, nicht? Ja, aber du bist hässlich. Gehen wir mal da rein. Oh, lol! Okay, wieso bin ich gleich wieder rausgegangen?
Das ist doch die Händlergilde hier. Ist das nicht die Auftragsgilde da? Gut möglich. Ist das nicht der alte Typ da, der... Oh. Oh Mann, ich habe mir diese Kiste fast fertig. Was stimmt denn nicht mit euch? Warte mal, was, wenn wir rausgehen? Oh. Rip. Das ist doch hier, ist das die alte Händlergilde? War die mal hier in Taiming? Ich weiß es nicht. Kann das sein. Doch der Typ hier. Sieht so aus. Oder? Reden wir mal mit ihm. Oh, ausländische Besucher. Willkommen im glorreichen Sammlerhauptquartier. Ja, das ist das. Ihr dürft euch gerne umsehen, aber ich empfehle euch, keinen Ärger anzuzetteln. Außer natürlich, ihr wollt unsere Macht aus erster Hand erleben. Das sind die hier. Das ist das alte Hand, das alte Sammlerding ins Quartier. Das, was jetzt in Evergrande steht. Mhm. Willkommen. Achso, die hätte ich auch, ne? Ja. Willkommen im Sammlerhauptquartier. Falls ihr Hilfe braucht und eine Quest erreichen möchtet, füllt bitte das Formular Q4 aus. Und reicht es hier rein? Okay. Willkommen im Sammlerhauptquartier. Seid ihr, um eine Anfrage an uns zu richten oder um die Mitgliedschaft zu beantragen? Ist das jetzt wie ein Junge oder ein Mädchen? Ich glaube, das war ein Kerl. Tut mir leid, da kannst du. Du kannst da nicht rein. Okay, kommst du nicht rein? Das ist Mord. Wir haben zwei hier zum Heulen gebracht. Ich habe gar nicht gesehen, wie der die Kiste bearbeitet. Das gleiche, okay. Ja, okay, also ist, jetzt werden wir nie rausfinden, was der vorher gesagt hätte, genauso wie das Mädchen. Oh nein. Entschuldigung. Der, ach so, den hattest du auch hier. Ist eine Sie. Hallo, ich bin Mundi, primärer Artefaktverwalter der Sammler. Ich hole empfindungsfähige Artefakte aus dem inneren Schrein und gehe mit ihnen spazieren und so weiter. Okay, und sie geht mit Artefakten spazieren. Oh scheiße, ist aber immer weggemacht. Wenn sie alt genug sind, werden sie von Sammlern getragen. Das kleine Armreif und Pouchy, zwei meiner Lieblingsartefakte, wurden bereits dem beeindruckenden Sammlermeer zugeteilt. Okay. Helmet, okay. Ich frage mich, ob Sammler schon eine Kopfbedeckung hat. Warum sind hier alle Artefakte, ey? Hier ist auch Shidu. Oh. Ich hoffe, ich kann für immer in Taiming bleiben. Getroffen zu werden klingt nicht gerade nach seiner tollen Zeit. Oh, du änderst deine Meinung, wenn du einen Träger findest, der zu dir passt. Ich sehe nicht, dass das in den nächsten 1000 Jahren passieren wird. Das sind also jetzt noch die weiteren Artefakte, die wir mit der Zeit dann wahrscheinlich noch finden werden, so, ne? Stecken wir mal ein, würde ich sagen. Ja, okay, das wäre schön. Okay, wir noch nicht weiter, wie es aussieht. Da werden wir wahrscheinlich in der kaputten Welt. Oh, hier ist ein Ausrufzeichen bei mir. Ja, abgelenkt für den Bambus. Ja. Okay. Ja. Das ist der von den Schlüssel gesucht hat. Ah. Ich weiß, das ist jetzt der Sohn. Ja, der war ja vorhin schon der Sohn, aber der ist jetzt auch. Der ist ganz schön groß geworden. Ja. Das ist jetzt der Sohn vor allem. Ich wollte sagen, der ist jetzt ganz schön groß. Ich hasse diese Arbeit. Ich hasse meinen Vater und ich hasse diesen Ort. Ich will mit Hilfe eines Händlers zu den Händlerinseln. Aber mein Vater ist ein einflussreicher Mann. Niemand würde sich mit ihm anlegen, indem er mir bei der Flucht hilft. Ja, hallo, Quest? Dann, wir machen das. Du kannst mit uns Zeit reisen. Nicht mal. Dann halt nicht. Hm? Ihr wollt den inneren Schein betreten? Ihr seht nicht wie Priester aus. Tja, der Schein kann trügen. Tut mir leid, aber unser Besuchsprotokoll ist ziemlich strikt. Ich werde einen Beweis benötigen, bevor ich euch hineinlasse. Ah, Taiming, wo die Vögel singen und die Menschen sich nur um Papierkram Sorgen machen. Halt! Nur Priester dürfen den inneren Schein betreten, außer ihr habt eine schriftliche Genehmigung eines Hohepriesters. Die haben wir zu Hause vergessen. Na dann geht ihr besser zurück nach Hause und holt sie, haut ab! Wow, der Typ ist mal mit dem falschen Fuß aufgestanden. Dachte ich mir auch so, voll nett. Ihr braucht die Bescheinigung, ne? Die haben wir zu vergessen. Na dann holt sie, haut ab! Oh, hier ist ein Puzzleschild. Oh Gott. Da oben wird ein Puzzle sein. Wer ist da eigentlich gerippt? Keine Ahnung. Hier ist zumindest Fight. Ich habe einst eine Grandier gewidmete Kapelle geleitet in Mirkent. In diesem Breitengraden, besser bekannt als die Händlerinseln. Als ich das Angebot erhielt, hierher zu kommen und im inneren Schrein zu studieren, konnte ich nicht Nein sagen. Ich hatte Sorgen, dass sich meine Tochter Faita nicht umgewöhnen würde, aber sie hat bei den Sammlern eine Heimat gefunden. Ich bin Meister Sisu viel dafür schuldig, dass er sie unter seine Fittiche genommen hat.
Der hat einen ganz schönen Pilzkopf und ist ganz schön hässlich. Na. Oder sie. Ja. Da ist eine Höhle. Ja, mit Puzzlezeichen davor. Mal gucken. Hallo? Okay. Puzzle World? Puzzle, der sieht aus wie Krillin. Oh, der ist ein bisschen dicker als Krillin. Moniplex. Tut mir leid, Kinder. Ich weiß, ihr wollt euer Taschengeld ausgeben, aber ihr werdet warten müssen, bis wir fertig mit Aufbauen sind. Meine absolut zugelassenen Arbeiter immer gut voran, während wir sprechen. Ich will da rein. Ich auch. Die Musik ist voll geil. Jetzt haben sie uns hier schon so hart heiß gemacht dadurch und dann kommen wir hier nicht rein, ey. Alter, das ist clean auf Steroide, ey. Das ist auf jeden Fall ganz strange hier. Alter, der Bambus spawnt immer nach. Ey. So, was ist jetzt eigentlich hier oben, wo, glaube ich, ein Riss noch, ne? Genau. Hier waren überall Risse, aber wollen wir nicht erstmal... Ach mal, die Kisten hier draußen sind wieder da. Gucken wir mal jetzt die Kisten. Ja, er pinselt wieder. Ja, erster Vater. Ja, ich habe immer so viel Ärger eingehandelt, als ich jung war. Als Strafe dafür muss ich ständig irgendetwas zeichnen. Jetzt bin ich so gut im Zeichnen, dass ich mich pausenlos machen lassen. Oh. Ob das Mädchen jetzt vielleicht auch den Bambus da wieder hat? Das müssen wir verhindern. Nein, die gut. ja, gut. Wollen wir nicht den ersten Riss nehmen? Der ist doch hier gewesen, oder? Den können wir auch... Den waren wir hier schon mal hier unten drin? Ja, waren wir da. Ach, dafür war aber auch noch ein Riss, stimmt. Wir können auch hier anfangen. Okay. Okay, da ist jetzt auch ein Riss. Ja, der wird wahrscheinlich wieder zurückführen. Hm. Okay, viel Bambus. Okay. Das ist gut. Einfach mal mitnehmen. Man weiß ja nie, wofür man das gebrauchen kann. Wir haben ja schon gesehen, zum Craften braucht man es. Ja. Oh, ist das großer Bambus, ey. Der hat aber einen langen Schwengel hier, ey. Das höre ich auch immer. Ja. So. Teleportplatte. Teleportplate activated. Nice. Das kann man auch ein Timing-Portal machen. Nice. Das ist praktisch. Hast du gut gemacht. Ja, ich weiß. Danke. Hier sind viel zu viele Risse, ey. Gefällt mir auch nicht. Aber wir wollen ja noch nicht in die normale Welt zurück. Nee. Ich will die fucking Kiste da in dem Wasser haben, ne? Wie kriegt man die denn? Da muss man irgendwie rankommen. Über das Haus da unten oder so. Warum ist da jetzt ein Riss eigentlich? Keine Ahnung, hier sind überall Risse jetzt. Sind jetzt hier drüben. Kann man das hier jetzt kaputt machen? Nee, ich dachte, dann könnte man das Rätsel hier überspringen. Quasi. Hier sind Steine. Kann man die kaputt machen? Wie kommt man denn da jetzt hin? Ah, da müssen wir wahrscheinlich den Riss nachher benutzen, um da reinzuholen. Okay. Da ist ein Ausrufezeichen. Erstmal Bambus mitnehmen. Erstmal Bambus. Bambus geht vor. Bambus geht vor, Leute. Vor der Hauptstory. Ja. Bambus first, America second. USA, USA! So, da kommen wir jetzt aber... Okay, hier kommen wir nicht rein, also müssen wir den Riss da drin nehmen. Hier können wir nichts mehr machen. Probieren wir den mal aus. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Nee, den wollen wir nehmen. Vermutlich. Dann sind wir da drin bei den Würmern. Aber ist die Frage, wollen wir da schon rein oder wollen wir erst das mit den Affen da? Wollen wir kämpfen. Weil das wird ja bestimmt auch sowas wie eine Nebenquest sein. Ja, egal. Oh, hier ist wieder so ein Busch. Den müssen wir kaputt machen. Wo ist der Wichsbusch? Hallo. Da. Oh, LP-Krit. Ich hatte auch gar nicht viel live, als ich angefangen habe. Wieder so ein Echo-Wichser. So, erstmal hier mein Pupsi beschwören. Dein Pupsi. Oh, süß. Der süße Sub. Yo, hab ich den gerade Damage gemacht. Oh, wieder ein Busch. Oh nein, das ist wieder ein Busch. Mach den Max ab. Ich hab keinen Mana mehr. Ja, ich geh rauf. Ich bin fast voll live. Du kannst jetzt alle roten Dinger einsammeln. Oh, erstmal klauen. Oh, da ist wieder ein Echo. Oh, ich bin tot. Ich bin unten links in der Ecke. Sub to dead. Ja, ich mach den Echo mal eben weg. Der brennt! Du hast ihn noch verbrannt! Lol. Ich hab Eiszauber.
Oh, ich kann es eigentlich nicht gewesen sein. Ich steht verbrannt. Okay, ich muss mal wechseln. Die sind zu viele. Ja. Ich gehe rechts. Oh, Level up! Wow. Auch? Ja, ich mach den Geist. Oh nein. Oh nein, ich will keinen. Ich habe einen Chat geöffnet irgendwie. Busch! Ich hol dich gleich sub. Jetzt! Nein, den Wurm mach ich noch weg und dann hol ich dich. Die Statuen sind langsam. Komm unten links wieder hin. Oh, jetzt spawnt wieder ein Wurm nach. Egal, ich hol dich jetzt. Komm. Die Würmer können nix. Still! Jawohl. Mies. Also wie gesagt, du kannst jetzt alles Rote aufsammeln. Ich bin fast full life. Ich hab Dreck aufgesammelt. Alter, wie viele kommen denn hier? Das ist aber zu, sprich, das hat, ist hier wellenmäßig. Ich denke auch. Hm. Das ist aber bei dem Geist besonders nett, dass da die Eiszauber, die dann natürlich einfrieren, die dann langsam werden. Das ist ganz hilfreich. Ja, ja, das wäre aber auch gemein, wenn er. Aber würde auch irgendwo Sinn machen, wenn der nicht eingefroren wäre. Kein Mana mehr. Ah, jetzt spawnt nichts mehr nach, jetzt ist glaube ich vorbei. Ja. Gut. Hier ist jetzt nichts mehr. Können wir uns mal hier. Leute, wir sind schon. Das Tor angucken. Aber was anderes gab es ja auch nur die Truhe da unten im Wasser, ne? Ja. Und da ist noch ein Riss. Und wie gesagt, das mit den Affen kriegen wir bestimmt dann irgendwie nochmal wieder hin. Aber das ist doch die Hauptstory, da ist doch der Schrein. Wollen wir da überhaupt schon rein? Ja, das war halt die Frage. Wegen. Hey, lass doch mal zurück, oder? Lass mal zurückgehen, ja. Ich will noch nicht die Hauptstory. Ja, ich will das mit den Affen irgendwie immer regeln. Hier müssen wir noch irgendwie lang. Ich will jetzt mal in den Riss hier gehen. Ja. Ja. Also kommen wir hier raus. Aber irgendwie muss man das doch noch lösen können, den Affen. Okay, da ist nur der Riss. Wenn ich sehe, nur die Geister. Erstmal hier aufleveln. Ah, ja, stimmt. Absolut korrekt. Magie, Eismagie. Tue ich meinen frostigen Freund leveln oder die Eisdornen? Das, was du möchtest. Are you sure? Yes, aber ich kann nicht jetzt drücken. Ach, ein Gold. Ich brauche einen Goldpunkt. Ich habe so einen. Nein. Und ich glaube, du warst gerade genauso verwirrt wie ich. Ne? Okay, Eisdornen habe ich schon voll. Das Level 10 scheint das höchste zu sein. Da kann ich auch gar nicht mehr höher gehen. Ah, ich hab eine Chance, Leute zu verbrennen. Ich habe hier einen Brennzauber. Effektchance. Das habe ich das erste Mal jetzt, glaube ich, gesehen erst. Ich habe ein bisschen meinen Geschwindigkeitsboost gelevelt und hier unten könnte jetzt noch meine Crit-Chance erhöhen. Lilanen Punkt hatte ich auch noch. Oh, so. Guck dir den Geist da oben an! Das gefällt dir. Ah, vielleicht kommen wir jetzt hier rein. Genau, hier ist jetzt auf. Im Affenlabor. Okay. Ah, nice. Ah! So, und über den Riss kann man dann mit denen reden. Ja, also würde ich sagen, durch da. Ja. Hast du eine Cutscene? Ja. Okay. Wo kommt ihr denn her? Habe ich das verfluchte Tor nicht verschlossen? Arg! Verfluchte, unhöfliche Belger! Mich im Schlaf zu stören! Believe that! Uag! Dabei hatte ich gerade so einen schönen Traum, verdammt. Okay. Lass mal hier betreten. Geht nicht. Oh, kann ich nicht. Stopp, ich muss. Mein Part ist fertig. Okay. Ich bin wieder auf dem Desktop. Tut er dir dich nach beim Render noch rausschmeißen? Mein Render ist auch mittlerweile fertig und ja. Ich bin nicht rausgefallen. Ich hab Grandia nicht im Fenstermodus. Achso, okay. Ich glaube, du spielst Grandia im Fenstermodus. Ja. Also im offenen, im Vollbildfenstermodus. Ich glaube, wir müssen einfach gegen den Hebel schlagen. Ja, und, hier zu mir musst du. Oder so. Hier, get all your friends irgendwie. Ups. Tja. Jetzt ist hier oben das Tor auf, zumindest. Und das Wasser ist. Ach, jetzt kommt das wieder dann, okay. Ich glaube, das Wasser brauchen wir für den Nichtriss. Guck mal hier zu mir. Hier ist irgendwo Gather Your Friends. 1 von 2. Ja, das ist der Hebel. Achso, das ist der Hebel. Okay.
Sagt er was Neues jetzt? Lass mich endlich in Ruhe, Belief Dad. Die Kontrollen für den Damm dort drüben, wie funktionieren sie? Es ist nur ein verfluchter Schalter. Boah! Superman Punch Spear! Selbst ein kompletter Vollidiot könnte ihn bedienen. So viel ist offensichtlich. Das war ja, hat doch bestimmt auch irgendwas damit der Vergangenheit oder so zu tun, dass man das. Wir lassen es mal aus, weil es an halt immer war, ne? Ja. Dann würde ich sagen, durch den Riss, oder? So. Ah ne, dann sind wir gefangen hier mal. Ja, ich weiß nicht, ob man da mit den Affen noch was machen kann oder ob das jetzt so. Ich glaube nicht. Weil die Affen einfach Geister sind, glaube ich, da kann man nichts mehr machen. Hm, aber dass man da irgendwie was. Ich glaube, es kann. Kommen wir jetzt vielleicht nicht zu der Kiste hier unten hin. Loi, das Wasser, ja! Aber die ist jetzt in Stein drin. Really? Ah, jetzt können wir die Dinger aber verschieben, oder? Ging das nicht mal? Nee, schiebt doch nicht. Das sind auch so Steine drumherum. Das sind erstmal Gegner, die Bock haben. Hier ist aber nix. Aber irgendwas muss das doch gut sein. Irgendeinen Sinn muss das doch haben, dass man jetzt hier rumlaufen kann. Das wird doch nicht aus Langeweile sein. Hier ist nix. Die kämpfen da oben. Als könnte man hier wachsen irgendwelche Pflanzen. Könnte man jetzt das Ding hier kaputt machen? Kann man den jetzt kaputt machen? Das habe ich auch schon von der anderen Seite probiert. Der geht nicht kaputt. Wir müssen zu dem noch irgendwie. Stimmt, mit dem Typen haben wir noch gar nicht geredet. Ja. Leute, da oben kann man auch hoch. Also da siehst du da oben ist eine Luke, wenn hier eine Pflanze wäre. Vielleicht müssen wir irgendwie. Aber da war doch auch eine Mauer drin. Man kam da hier ja war der Block, der muss weg. Der Block, der muss weg. Und in dem Haus war eine Mauer, sodass man nicht in den hinteren Teil konnte. Puh. Können wir vielleicht in der guten Welt jetzt auch ins Wasser, weil das abgelaufen ist? Das haben wir noch nicht versucht. Vielleicht können wir jetzt die Truhe auch holen. Ja, guck mal, jetzt können wir die Truhe holen. Ja. Nee, die ist weg. Nicht da in der Zeit. Aber jetzt können wir hier drüben hoch. Was, können wir den Ball jetzt wiederholen? Ja. Ich hab den Ball aufgehoben. Mickeys Loll. Ball, können wir da zurückbringen. Und jetzt sind wir hier bei dem. Ich regel das schon für die Kleine, ich mach das schon wieder. Alles gut, was der böse Junge kaputt gemacht hat. Ah ja, nein. Oh nein. Okay. Jemand hat. Ich glaube, ich hatte die, oder? Kai hat mit die überhaupt. Mach du sonst. Oh nein. Ja, jemand hat den Damm geschlossen und das Wasser gesenkt. Die Sprinkler funktionieren jetzt nicht mehr. Ohne die Sprinkler werden die Pflanzen sterben. Was macht Brandy nur? Schlafen. Der believed. Der believed in the shield. Oh, la! So, jetzt können wir. Hier, bitteschön. Jetzt können wir das. Hey, Bayek, lass uns erst alle zusammenrufen. Okay, es kommt so. Das liest du jetzt vor, weil das deine Single. Oh, Mann. Du hast ihn zurückgebracht. Danke euch allen. Ich werde ihn nicht mehr am Wasser springen lassen. Oh! Hier, das könnt ihr haben. Damit spielte ich oft, bevor ich diesen Ball bekommen habe. Dornwurm Plüschtier. Kann man bestimmt auch als Dildo benutzen. Alles klar, okay. Dildo. Everything's a Dildo if you're brave enough. So. Alles klar. Wo ist der? Ich will auf neue. Wie kann ich den Tab wechseln? Das ist einfach nur ein Plüschtier, da steht. Im Gegensatz zu ihrem Vorbild ist sie wirklich weich und fluffig. Ja, okay, aber verkaufen. Du hast die Aufnahme. So, ich würde sagen, wir machen das Wasser wieder an. Kann man. Oh. War hier die Schatztruhe? Nee, die war genau. Stimmt! Die stand genau da, oder? Vielleicht können wir die Kiste da hinstellen, dann ist vielleicht die Schatztruhe erhöht. Irgendwie. Oder müssen wir hier. Nee, ich weiß jetzt, was wir machen. Basteln erstmal. Ja. Ja. Obwohl, den bekommen wir da gar nicht hoch. Sehe ich gerade. Oh, fuck my life. Aber die ganz linke hier, die lässt sich nicht verschieben. Also muss das ja schon irgendwie die richtige Position sein. Ah, den hätten wir von hier oben schieben müssen. Das war falsch. Wieso? Den bekommen wir jetzt nicht hochgeschoben, weil der muss hier hin, wo ich jetzt stehe. Doch, kriegt man doch. Aber jetzt bekommt man den seitlich geschoben. Aber du kannst den nicht verschieben, das ist schon richtig, weil der ganz linke fest ist. Schieb den mal. Nee, warte mal, schieb den mal hoch. Und den anderen müssen wir nochmal runterschieben. Jetzt müsste es stimmen.
Achso, wenn du jetzt in der Schatztruhe willst, ja. Ja, ich dachte jetzt schon die Brücke zu dem Haus. Nee. Und selbst wenn, würden wir ja gar nicht hier hochkommen. Ja, wir müssen in der richtigen Welt das Wasser wieder anmachen, stimmt. Oder so. Das war ja in der richtigen Welt. Wie sind wir da jetzt hängen? Ach, durchs Affenlabor in der falschen Welt, ne? Nee. Da ist das Tor verlangt. Warum muss das herkommen? Jetzt müssen wir an die Schatztruhe kommen, theoretisch. Schauen wir mal. Lol. Oh, ich glaube, ich habe den einen zu weit nach vorne gemacht, oder? Ich weiß nicht. Die Schatztruhe ist nicht mehr da. Ich glaube, wir müssen die einfach so als ganz normale Brücke bauen. Doch! Da ist sie. Jetzt ist sie wieder da. Aber jetzt müssen wir da unten hin. Wir müssen da unten in der kaputten Welt sein. Da unten, wo die antike Statue ist. Aber wie kommt man da von hier hin? Komm mal, mach mal auf hier, nochmal in die heile Welt. Und da unten ist der Riss, runterlaufen. Ja, ja, da ist was. Okay, wir gehen zur Schatztruhe, wir kämpfen nicht, okay? Ja. Jawoll! Bonsai-Kirschbaum. Das ist bestimmt dann für die Spielerhäuser, die wir bauen können. Ja, Tatsache. Tatsache. Ist fürs Haus. Ja. Winzige Kirschblütenblätter regnen von ihm herab, wie klischeehaft. Sehr schön. Ja, cool. Wir sind schon bei 26 Minuten. Dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal werden wir dann die Brücke da unten zum Haus rüberbauen. Und ja, bis übermorgen dann. Ciao. Ciao.